Hallo, ich bin Lukas und ich bin Wikipedianer. In diesem Video möchte ich dir die Benutzeroberfläche von Wikipedia zeigen. Das ist der Artikel Kaffeekanne, den ich übrigens selber mal angelegt habe. Bestimmt sind dir schon einmal die beiden Schaltflächen Bearbeiten und Quelltext bearbeiten aufgefallen. Mit diesen beiden Schaltflächen kannst du Artikel einfach bearbeiten. Wenn du auf Quelltext bearbeiten klickst, dann öffnet sich der Editiermodus. Der ist auf den ersten Blick nicht so einfach, weil ganz viele Sonderzeichen zu sehen sind. Das ist die sogenannte Wiki-Syntax. Die Wiki-Syntax ist eine Programmiersprache, die dafür verwendet wird, dass manche Wörter im Artikeltext später blau erscheinen. Das sieht man zum Beispiel hier in dem Wort Kaffee. So entsteht dann ein Link auf einen anderen Wikipedia-Artikel. Im fertigen Wikipedia-Artikel sieht das dann so aus. Das Wort Kaffee ist blau und linkt auf den Wikipedia-Artikel Kaffee. Wir benutzen die Wiki-Syntax nicht nur zum Artikelschreiben, sondern auch auf Diskussionsseiten, um uns darauf auszutauschen. Für Anfänger haben wir einen Wikipedia-Spickzettel, auf dem sind die wichtigsten Befehle aufgeführt, sodass man sich nicht so schnell verliert. Weil diese Wiki-Syntax ganz schön kompliziert ist, haben wir auch ein anderes Bearbeitungswerkzeug. Dieses andere Bearbeitungswerkzeug heißt Visual Editor. Dazu muss man einfach auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken. Für den Anfang empfiehlt es sich, einfach die eigene Benutzerseite mal zu bearbeiten. Dazu gehe ich einfach auf meine Benutzerseite und klicke dann auf Erstellen. Wenn man den Visual Editor geöffnet hat, sieht das Ganze aus wie ein einfaches Textbearbeitungsprogramm. Hier auf meiner Benutzerseite kann ich mich einfach selber vorstellen. Zum Beispiel kann man auf seiner Benutzerseite seine eigenen Interessen darstellen. Dazu habe ich jetzt schon mal einen Text vorgeschrieben. Jetzt kann ich zum Beispiel den Text über mich als Überschrift festlegen. Dazu markiere ich ihn und klicke auf Überschrift. Dann wird der Text über mich als Überschrift angezeigt. Aus dem Wort Interessenfelder kann ich dann mit Unterüberschrift 1 eine Unterüberschrift machen. Anschließend kann ich meine Interessenfelder als Liste darstellen. Dazu klicke ich hier auf Struktur und dann Aufzählungszeichen. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich es mit dem Pfeil nach links einfach zurücksetzen. Oder doch wieder rückgängig machen. Weil mir Geschichte besonders wichtig ist, kann ich sie auch fett setzen. Oder die Sprachen kursiv. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich einfach auf Änderungen speichern klicken. Wenn ich möchte, kann ich noch eine Bearbeitungszusammenfassung eingeben und dann ist das Ergebnis sofort online. Und das ist das Besondere an Wikipedia. Jede Änderung ist sofort online sichtbar. Das ist ein Wiki. So einfach kann man sich auf Wikipedia eine Benutzerseite anlegen und bei Wikipedia-Artikeln funktioniert das genauso. Wenn man jetzt noch etwas ändern will, kann man sich wieder entscheiden für den Visual Editor oder auch wieder für die Wiki-Syntax. Denn der Visual Editor hat meine Änderungen automatisch in die Wiki-Syntax übersetzt. Die Benutzeroberfläche von Wikipedia ist gar nicht so kompliziert, oder? Und das funktioniert natürlich auf Benutzerseiten genauso wie in Wikipedia-Artikeln. Man muss sich nur trauen, einfach mal auf Bearbeiten zu klicken.